Ja, moin zusammen. Ja, der klingt wieder wie ein Auto. Hat nach der kompletten Reinigung auch erstmal ordentlich was ausgehustet. Das kann ich da erstmal wegmachen. Es ist, ja, ich habe ein Reinigungsadditiv drin. Wie gesagt, ich kriege da wieder mal kein Geld für. Ne? Das ist echt gut, das Zeug. In der Kappe ist ein kleiner Messbecher. Pro 10 Liter eine Kappe. Und das hat er jetzt drin, deswegen riecht das gerade ein bisschen komisch. Aber jetzt machen wir erstmal eine kleine Probefahrt. Und dann melde ich mich gleich wieder. So, wie man jetzt sieht, fährt er offensichtlich ohne Fehlermeldung. Bitte einmal durchtreten. Ja doch, ist im Notlauf. Ein bisschen mehr durchtreten. Mehr ist nicht. Im nächsten Dorf einmal kurz anhalten. Der ganze Schmodder muss natürlich erstmal raus, den ich da gelöst habe. So. Fehler einmal kurz rausgelöscht. Aber ich habe jetzt den Map-Sensor neu gemacht. Der wurde mir ein paar Mal angezeigt. Nach der Reparatur allerdings auch nochmal. Sehr eigenartig. Mal gucken, wie dieses Tier gleich losgeht. Wenn es losgeht, dann geht das Ding richtig los. Das ist erschreckend. Mal gucken, ob da Leistung mal rauskommt. Werden wir gleich sehen. Nein? Ja, da ist jetzt gerade das Rätsel. Also wie gesagt, der Map-Sensor wurde mehrfach angezeigt. Den habe ich ausgetauscht. Aber exakt die gleichen Symptome macht er jetzt wieder. Kannst du da vorne nochmal rechts ranfahren? Ja. Jetzt machen wir die Geschichte nochmal. So. Jetzt müsste eigentlich aus dem Notlauf raus sein. Ja. Wie gesagt, das ist kein Vollgas. Der Wagen ist brutal schnell. Wenn er denn kann. Aber wie gesagt, immer wieder Map-Sensor. Stehe ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen vor einem Rätsel. Zumal der, wie gesagt, neu ist. Also mit dem alten und mit dem neuen exakt die gleichen Symptome. Sehr seltsam. Okay. Mach schlau machen. Ja, den kennt ihr. Der hatte gestern auf dem Weg nach Schwerin fing ja auf einmal an zu klappern. Sehr unregelmäßig. Und wie soll ich das sagen? Es war nicht rhythmisch, also hat ja nicht viel mit dem Motorlauf zu tun. Jetzt ist witzigerweise das Klappern weg. Ich habe mir aber dieses Teil hier gegönnt. Kostet 8 Euro. Stethoskop. Für fürs technische Überwachen sozusagen. Und das jetzt, wo ist das Mikrofon? Ich glaube hier. Irgendwo dran halte. Muss ich da erstmal kontrollieren, ob ihr das auch hört.
ja, auf jeden Fall ist das Geräusch plötzlich weg. Ich glaube, der will mich verarschen. Hört sich ein bisschen nach Kieselstein in der Schwungscheibe an oder so. Ja, sehr eigenartig. Und jetzt ist nichts mehr. Der will mich doch verarschen. Ja, jetzt habe ich das gerade angeguckt, ihr habt es nicht gehört. Ja, es gibt auch nichts zu hören. Wie gesagt, er hat aufgehört damit. Ja. Sehr eigenartig. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das Geräusch abgeblieben ist. Sehr eigenartig. Okay, bis später. So, eigentlich sind wir gerade auf dem Weg nach Hause. Aber da steht ein Schmuckstück. Das kann ich da nicht stehen lassen. Ist leider kaputt, Lagerschaden. Ja, wir hatten den Trailer mit. Wir wollten eigentlich ein Auto holen, das war aber blöd. Ja. Dann halt nicht. So, da ist das gute Stück auf dem Trailer. Der hat noch Pleuellager aus Weißmetall und da scheint eins durchgegangen zu sein. Es klopft ein bisschen sehr. Ja, jetzt kommen wir gerade von Hamburg und fahren wieder nach Hamburg. Super, ist kein Problem. Hamburg ist ja schön um die Jahreszeit. So, jetzt ist der, wie man früher so gerne gesagt hat, Havarist wieder zu Hause. Hier kann er dann wieder genesen. Ja, die Weißmetalllager sind echt nicht witzig. Das ist ein Quell ewiger Freude bei den Dingern, aber es ist ein wunderschöner Zustand. Also, ja, da schraubt man doch gerne nochmal. Ja, ich habe ihn nur ganz alleine restauriert. Ja. Ich hatte mehrere davon und einer ist nachgeblieben. Sehr schön. Und hier habe ich mein 124er drin stehen. Ja, auch sehr schön. 124er Mercedes darf nicht fehlen. Was man so am Nachmittag nicht alles findet. Alter Schwede, Hase, kannst du mal vorbeikommen? Okay. Den kannst du kaufen. Nein. Mit Koffer, ich werde wahnsinnig. Ja. Das ist heftig. Was ist für eine? Ford A. Ford A? Ja. Oh. Schwierig. Ich kann den auch rausholen. Das wäre schön. Das wäre super. Einmal. Liebe Gerda, gehst du mal eben zum Griechen hin und regelst das mit dem für den Tisch mit 4 Personen? Ja. Ich habe eben ja mit ihm gesprochen. Das Ford Model A mit dem Koffer hinten drauf. Ist natürlich eine Schönheit. Der kommt jetzt gleich mal raus. Meine Güte. Ja. Wo wir angehalten haben, werden wir gleich noch zum Essen eingeladen. Deswegen werden nicht mehr viele Videos fertig werden oder in irgendeiner Weise irgendwas anderes passieren heute, bevor ich Videos hochladen kann. Wie gesagt, der Wagen kommt gleich noch raus. Deswegen schon mal. Den Wagen konnten wir nicht stehen lassen. Der stand da mitten in der Kurve mit einem kaputten Lager. War am Klappern und kam nicht mehr weiter. Deswegen sind wir wieder zurückgefahren und haben ihn mitgenommen. Das ist Ehrensache. Okay, jetzt warten wir, bis er rauskommt. Oh mein Gott. Wahnsinn.
Einmal hupen bitte. Will er nicht? Schade. Die berühmte Hupe von Ford. Ja. Auf 12 Volt umgerüstet? Ja. Ja, 6 Volt. Ja. Und düster. Und dieser Scheibenwischer war nur so wirklich nur einer für den Fahrer. Und der ging dann. Und dann war irgendwo ein Schlagloch. Und schwupp, dann ist das Ding geworden. Übel, ja. Zündkerzen sind der Wahnsinn. Wie er schnurrt. Ja. Schön. Der Mutter ja gerade, der Mutter hätte 6000 Kilometer gelaufen. Dagegen hat mein Haus so gemustert, Digga. Ein Wohnzimmer. Alter, ist das schön. Mit Häkeldeckchen. Das muss auch so sein, das geht gar nicht anders. Ja. Ein Schwornchen. Der läuft über Zündungsverstellung im Lenkrad, ne? Ja. Mhm. Ja, das ist schon ein bisschen höhere Schule, die Dinger zu fahren, ja. Ja, deswegen kann ich ihn auch ganz, ganz langsam sehen, aber die große Schwungmasse, die er hat. Ja. Ich glaube, der lebt von der großen Schwungmasse, weil so viel Motor ist das gar nicht, ne? 3 Liter. Ja, ja, 3 Liter Vierzylinder, aber so von Leistung her hat er nicht, ne? 45 PS. Ja. Na gut, hat er. 45 ist schon in Ordnung. Reichlich, ja. Verdammt viel, ja. Ne? Das ist unser automobiles Kulturgut, was wir gerade über zum Teufel jagen. Die Tatze. Die Tatze. Die Tatze hustet. Oh jo. Fantastisch. Der Auspuff ist klasse. Ja, eine Schönheit. Ah. Okay, ich will dieses Auto heiraten. Einfach nur geil. Klasse. Ja, das ist einer noch von den Interessanten. Das ist die Karosserie mit dem geschwungenen Scheiben. Mhm. Die Murphy-Karosserie. Murphy. Gut, so wahnsinnig habe ich mich mit den Dingern nicht beschäftigt, und weil... Der Ford, der hat einfach gerade, und dieser sieht schöner aus. Mhm. Und der war in Holland bei dem Katowicki Versteigerungshaus, war er angeboten für 15.000. Ja, und ich wollte immer ein Viertürer haben, weil ich habe noch eine ältere Dame dabei, nicht ganz so wie meine jetzt, die gewesene Schwiegermutter. Ah. Und die lebt auch als mit alleine und die nehmen wir dann immer mit, damit die beiden Damen Gesellschaft haben und. Ja, um besser einsteigen zu können. Ja, ja. Klar. Aber als ich das... Na gut, der Schwiegermuttersitz würde sich anbieten, aber das ist ganz schön kompliziert, da reinzukommen. Ja, ja, nee. Und naja, wie gesagt, als ich dann zu Hause war mit denen, aus den abgeholt haben aus Holland, ich sag, Schatz, du versuch mal einzusteigen hinten. Ich ahnte ja noch nicht. Ich war ja ganz, ganz ziemlich unbedarft. Ich habe schon mal einen Ford Pickup gehabt. Mhm. Einen kleinen Lastwagen. Und dann ist auch diese schmale Gasse, wo sie durch muss. Ja. Da wusste ich, was für ein Scheiß ich gemacht habe. Aber ich sehe schon einen Tritt. Ja, nee, der ist standardmäßig da drin. Ja, ja, ich habe gemerkt, dass mit dem Tritt ist eine gute Idee. Ja, das habe ich mir mal abgeguckt.
ich war mal mit bei einer Restauration vom Rolls Royce. Der Beifahrer, den machten sie auch. Und der klappte gleich so einen Tritt darunter. Ja. Und das hat mich so inspiriert. Und irgendwie muss ein Tritt darauf machen. Ja. Ja, das hört sich doch gewaltig nach Pleuellager an. Ja, mal gucken. Ja, einfach gerade. Passt. Moment. Ja, passt. Ja, ist einfach, ja, die Materialien waren einfach noch nicht so stabil. Dafür ist die Reparatur relativ einfach. Macht mal bei einem neuen Auto eine Lagerschale. Bei dem hier ist das in 2 Stunden durch. Hm. Naja, passiert, wird repariert und dann fährt er wieder. Der ist im Einsatzzustand. Dieses Drehmoment, ne, macht mich fertig. Sagen ab. Schönes Ding. Was ich noch sagen wollte, diese Schraubzwinge macht mich fertig. Alter Schwede. Diese Schraubzwinge macht mich fertig. Ja. So, jetzt sind wir endlich wieder zu Hause. Wir wurden noch zum Griechen eingeladen. Ja, das ist... Das war schön. Ich bin sowas von voll. Ja. Guck, ob der Malerschreck funktioniert. Hm. Ah. Ja, man hört nichts, aber man sieht immerhin das Licht. Ja. Hier ist jetzt ein Injektor fällig. Der ging heute Morgen auch schon nicht raus. Da musste man nach Hamburg. Und den Rest hinterher jetzt. Ja. Ja, damit mache ich morgen weiter in Ruhe. Aber ich mache jetzt erstmal das Video fertig, bevor ich hier im Stehen einpelle. Ja. Himmelmäßig. Ja, ich mache mal die Lampe aus. Ja. Schöne Sterne. Ja, wird morgen schönes Wetter. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Kommt gut rein. Bis zum nächsten Video.